Hallo, hier ist Ralf Möller und jetzt viel Spaß mit der Szene München. Simracing ist echter Motorsport. Virtuelle Rennen auf Simulatoren. F1-Simulatoren, hergestellt im italienischen Maranello. 46 Zoll Bildschirme mit panoramaähnlichem Blick, dazu Kohlefaser-Cockpits mit integrierten Soundsystemen, machen die Rennen zum fast realen Formel-1-Erlebnis. Das Ganze soll dazu führen, dass zunächst einmal alle den Zugang zum Motorsport haben. Daraus folgt, dass wir Talente entdecken können, weil wir eben Zugang zu Menschen geben, die sich das sonst gar nicht leisten könnten. Aus diesen Talenten entstehen dann hoffentlich Profi-Rennfahrer, die man auch in die reale Welt bringen kann. Wir sind heute im Zeitalter der Digitalisierung. Das heißt, überall nimmt die Einzug, so auch im Sport. Ich meine, schon in der Formel 1 spielt die Simulation eine sehr wichtige Rolle. Dort ist alles datenbasiert. Das heißt, der nächste logische Schritt ist eigentlich mit der Erfahrung, die man auf der Strecke gesammelt hat, mit den neuen Technologien, die diese Welt einem eröffnet, zu arbeiten und die beiden Welten zu integrieren. Simracing verändert den Motorsport grundlegend. Ein Fahrfehler endet ohne Personen- oder Materialschaden. Einbuchen, sich beweisen, aufsteigen und gegen die Besten der Besten fahren. Weltweit. Nun ja, gut, wir haben damals schon relativ viel mit Daten gearbeitet. Zu meiner Zeit, da gab es noch keine Sim-Racing. Es gab schon jetzt seit 10 Jahren gibt es auch Simulatoren in den Rennteams, die also Fahrzeugabstimmungen fahren. Also es ist schon eine Digitalisierung des Rennfahrens, ja, des Motorsports. Formel 1 speziell haben wir alle Daten immer gespeichert, gesammelt, um die auszuwerten und Simulationen gefahren über Computerprogramme. Und jetzt, dass man halt selber fahren kann, ist eine Möglichkeit, eben diese Daten auszuwerten. Ja, ist wirklich ernstzunehmend. Ich kann es natürlich beurteilen als Rennfahrer, weil ich ja von der Materie komme und auch selbst so einen Simulator seit 2 Jahren jetzt zu Hause habe. Und ich muss sagen, die Simulationen und auch die Hardware mittlerweile sind auf so einem sehr guten Niveau, wo man das sehr gut vergleichen kann. Man muss natürlich aufpassen, das Popometer, wie man so schön sagt beim Rennfahrer, das kannst du sehr schwer erzeugen und das reine Gefühl, wenn man in einem echten Rennauto fährt, ist auch noch was anderes. Und auch die Hemmschwelle, das mit einem echten Rennauto, wenn ich mich da vertue, dann tut es weh und kostet viel Geld. Beim Simracing, da habe ich die Möglichkeit, einfach auf den Knopf zu drücken und fahre wieder. Also es gibt natürlich noch Unterschiede, die sind aber auch gut. Aber man muss sagen, die Community, die ist mittlerweile so groß geworden und die sind so ehrgeizig, die Leute, dass auch ein erfahrener Profi wie ich, wenn er in den Simulator geht, wirklich sich schwer tut und an die Performance der E-Sportler da ankämpft. Also das muss ich schon sagen, dass das ganz toll ist und einfach die Leistungsdichte wahnsinnig hoch gesteckt ist. Das Motion-System über die 3 Achsen vermittelt dem Fahrer wirklich ein sehr realistisches Fahrgefühl. Man spürt Bodenwellen, Curbs und einfach die ganze Kurvendynamik. Ein original 5-Punkte-Gurtsystem aus der Formel 1 dient hier nicht nur der Sicherheit, sondern auch der Simulation. In den Kurven oder beim Bremsen, dann presst es den Fahrer so richtig in den Sitz hinein. Mit Racing Unleashed wird der Traum vom Motorsport greifbar. E-Sport für jedermann. Das heißt, die Lücke zwischen dem realen Rennsport und dem Simracing, die ist gar nicht mehr so groß. Die werden immer kleiner. Natürlich entwickeln sich auch die Systeme immer weiter, die Software entwickelt sich weiter. Aber sie wird schmäler und schmäler und nicht umsonst wird ja mittlerweile der echte Rennsport und das Simracing auch kombiniert in ein paar Meisterschaften, wo es auch schon dann wirklich Punkte für die richtige, reale Welt gibt, wenn man im Simracing startet. Und ich glaube, das wird man immer mehr sehen. Ja? Und gerade so als Talent-Scouting zu sehen, mal ob er überhaupt ein Gefühl dafür hat, was so ein Rennauto macht, ist das, glaube ich, der richtige Weg. Und von dem her wird sich das definitiv durchsetzen und es ist auf dem besten Weg.
Egal wie gut ein Simulator ist, was kann man selbst in einem sehr guten Simulator nicht simulieren? Naja, die Bremsstreifen ja, in der Unterhose, die kann man nicht simulieren. Ja, also dir fehlt natürlich im Simulator halt eben das Gefühl der Gefahr, ja, die Verantwortung. Du kannst aber glücklicherweise im Simulator alles geben, ja, ins Risiko gehen und darüber keine Gedanken zu machen. Das ist ja als einfacher, ganz klar. Wenn man im Competition sein will, und wir sind ja teilweise, und das gilt besonders für unsere E-Sport-Gamler, die um Mitternacht noch da rumzocken und nicht gerade die gesundeste Ernährung zu sich nehmen oder überhaupt trainiert sind, das soll die auch ein bisschen mal anlocken zu sagen, hey, ich bin nicht nur zu Hause, ich komme hier raus, ich will in Competition, im Wettkampf gehen, ich möchte zeigen und schauen, das macht mir Spaß, ich möchte schnell fahren und ich möchte gut fahren. Und er kann sogar später irgendwann mal Geld gewinnen damit, wenn er gut ist. Und das soll ihn alles anspornen, sich, und um das zu schaffen, muss er mental gut dabei sein und physisch gut drauf sein. Das heißt, ein Training und die richtige Ernährung sind ganz, ganz wichtig. Die Ernährung ist 80%, Training kommt natürlich dann auch noch dazu. Gerade für die Nacken-Rückenmuskulatur, aber er soll den gesamten Körper trainieren. Die jungen Leute sollen da motiviert werden, an sich gesundheitlich und fit zu arbeiten. Und da lockt man sie halt mit so Sachen. Welche Muskeln und Muskelgruppen muss ein Rennfahrer speziell trainieren? Naja gut, das könnte ich sagen, Gaspedal, das wird er schon drücken können, aber die Waden. Aber nein, es geht überwiegend darum, dass er hier im Hals- und im Nackenbereich eine große Belastung hat. Auch wenn er eingedrückt wird, Brustmuskulatur. Weil wenn die in Bremsen gehen, dann ist das ein unheimlicher Druck, der auf den Brustkorb kommt. Und auch im Rückenbereich. Also er sollte schon alles gut trainieren, dann fühlt er sich wohl. Er muss jetzt nicht unbedingt einen 48er Oberarm mehr haben, aber er sollte gerade im Rücken, im Nackenbereich trainiert sein. Ich bin der Schauspieler. Das heißt, ich gehe mit mir als Werkzeug um. Also meine Person, mein Körper ist mein Werkzeug. Und wenn ich im Auto sitze, habe ich ein anderes Gerät, was ich in Zaum halten muss und so. Dann hat es viel zu tun mit der Gleichmäßigkeit. Also wenn du eine Szene drehst, 4-5 Mal, geht es auch oft immer um die Präzision. Und die gibt es auch im Rennsport. Sobald du über die Ziellinie fährst, geht es von Neuem los und dann natürlich der Reiz des schnellen Fahrens, der Reiz am Limit zu sein, egal mit was für einem Fahrzeug, weil die Limits sind ja unterschiedlich. Wenn du mit einem Formel-1-Fahrzeug fährst, ist es anders, als wenn du mit einem Porsche Carrera fährst. Aber Limit ist trotzdem immer dann das Limit für die jeweilige Situation. Und es hat was Meditatives. Du bist unterm Helm, du bist in einem faradayischen Käfig, ganz alleine für dich und sehr konzentriert, sehr fokussiert. Die Körperenergie geht langsam, wird immer weniger. Das heißt, je fitter du bist, umso länger kannst du die Konzentration aufrechterhalten. Und die Konzentration brauchst du zum Beispiel auch beim Film. Das ist auch sehr anstrengend. Und ansonsten ist es eine Sucht. Eine Sucht, im Auto zu sitzen, und ich fühle mich nach einem Rennen so gut und so glücklich wie selten im Leben.
Ist es dir schon mal im Straßenverkehr passiert, dass du hoffentlich nicht dir, aber leider deinem Auto wehgetan hast? Ja, ich habe einigen meiner Autos wehgetan in meinem Leben. Ich habe mal in einer Einfahrt bei uns am schönen Schliersee in der Jugend, bin ich rückwärts gefahren und bin dem Nachbar, weil das Auto schneebedeckt war, richtig schön reingefahren. Beim Rückwärtsfahren, ja, habe ich mal eine Parkuhr erwischt, glaube ich. Das war irgendwie so. Also ich bin nicht fehlerfrei. Hey, passiert mir auch schon mal, ja. Was ist passiert? Überschlag, Blechschaden oder nur die Felge angefahren? Also die Felge angefahren sowieso. Felge nicht, das muss ich gleich mal erwähnen, dann war es meine Frau. Nein. Die Felgen, ja, das ist ein Problem bei mir. Nee, ich habe schon mal einen Auffahrunfall, der Klassiker, Einfädelspur, der Vordermann ist gefahren, ich schaue nach links, ob es geht, beschleunige gleich mit und dabei hat dann der Vordermann abgebremst und er hat einen leichten Auffahrunfall, wo zum Glück nichts passiert ist. Aber das passiert einfach, wenn man viel Kilometer fährt, aber nochmal, toi toi toi, zum Glück ist nichts Schlimmes passiert. Ich fahre mein Auto und dann denke ich, boah, ich bin gut durchgekommen, ich gebe dir das bald wieder ab, kriege einen neuen und prompt haue ich irgendwie aus Leichtsinnigkeit mir eine Macke in die Felge. Also das ist meine Schwachstelle. Überschlag war nie dabei, Gott sei Dank, aber Auffahrunfall war dabei. Hier auf der Lindauer stadteinwärts mit der Kollegin nebendran vom Proben gekommen, Theaterproben gehabt, 8 Stunden oder irgendwas. Und irgendwie in einem Stau gestanden, geredet, aufgeregt, Adrenalin, keine Ahnung. Batsch hat es gemacht. Also Auffahrunfälle waren ein paar dabei. Ja. Aber unter uns, es waren immer die anderen, oder? Also da muss man einfach ehrlich sein, bei Auffahrunfall, da sind es nicht die anderen. Wenn der so abrupt bremst? Ja.